Schönen guten Abend. Wir heißen euch herzlich willkommen zu diesem extrem exklusiven UFM Very, Very, Very Special Konzert von uns. Wir heißen Sport von Stiller und freuen uns, hier in Hessen zu sein, bei euch. Und wir rechnen es euch hoch an, dass ihr einen Abend am Baggersee gegen ein Konzert getauscht habt in einer heißen Schuhschachtel, in der es wahrscheinlich ungut riechen wird in circa 30 bis 32 Minuten. Wir wünschen euch dennoch sehr viel Spaß und geht's halt einfach ordentlich ab und wir machen die Musik dazu. Also, viel Spaß.
wert. Was uns Gutes widerfährt, sind wir doch an Freundlichkeit und Teilen ernährt. Es ist geradezu ein Glücksfall, sozusagen entsozial, für die Zukunft optimal. Willkommen in einer neuen Zeit, ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt für die Menschlichkeit. Willkommen, willkommen in einer neuen Zeit, ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt für die Menschlichkeit. Es sollte für jeden die Maxime sein, dass die Liebe rein, neuer Life-Design. Es sollte leicht von der Hand gehen, damit alle, die am Rand stehen, wieder neues Land sehen. Willkommen, willkommen in einer neuen Zeit, ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt für die Menschlichkeit. Willkommen, willkommen in einer neuen Zeit, ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt für die Menschlichkeit. Anfangen oder so normal, wie ihr es so kennt, so von Platte beim nächsten Lied? Nee, filigran können wir leider nicht. Aber ja, habt ihr jetzt ja oder filigran? Weil ja wäre eine gute Antwort gewesen. Also wollt ihr alt oder eher neu? Ja, ja. Würde ich sagen, machen wir vielleicht. Was schlägst du denn vor, Florian? Also beides ein bisschen. Weil ich bin ja musikalisch, ich kann da nur mal so eingehen auf euch, was ihr so macht. Das glaube ich nicht. Gute Laune, wenn mit Leid, ich zeig mich in Tricks.
passiert an jedem Themengebiet. Und meine Routinierte, ich will's mal zu mir ziehen. Ich halte auf und auf, hier und da bin ich betroffen. Und seit am Beginn der Tage stellt sich mir die Frage: Gebe ich mich mit dem einen mein persönlich? Oder lebe ich lieber ungewöhnlich? Gebe ich mich mit dem einen mein persönlich? Hier mal rein, lass mal hier mal deinen Schein und merke immer schnell, schöne Momente sollten länger sein. Ich sage meistens ja, wenn ich was nicht versteh. Und schlagfertig und clever bin ich erst, wenn ich nach Hause gehe. Ich brauche meinen Schlaf, wenn von Wechsel und auch vom Rad. Weil Bekannten meiner Oma reit ich immer als Erfahrt. Ich halte mich für mittelgut, gern von Diebstahl und Betrug. Und seit Anbeginn der Tage stellt sich mir die Frage: Gebe ich mich mit dem eigenen Mann persönlich? Oder lebe ich lieber ungewöhnlich? Gebe ich mich mit dem eigenen Mann persönlich? Oder lebe ich lieber ungewöhnlich? Egal was auch geschieht.
Das war im Übrigen eine Liebeserklärung an den guten Ball. Aber wenn jetzt hier das eine oder andere Mädchen oder die eine oder andere junge Dame da ist, die das Lied auf sich beziehen möchte, das ist total in Ordnung. Das stört den Rüdiger zum Beispiel überhaupt gar nicht. Rüdiger ist unser Bassist und er hofft sich jetzt einen fetten Applaus. Einfach nur so mal zwischendurch. Danke, Rüdiger. Ich habe noch ein bisschen Ort und bin noch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht mehr, wie es kam. Ich drehte mich um und sah sie an. Erstaunlich für mich war, dass sie mich auch wahrnahm. Auf ihre Frage hin, ob ich heute ihr Taxi bin, lenkte sie nur kurz ein und sagte, danach fahr mich ein. Oder zu dir. Sieben Nächte bei mir, es waren sieben gute und sieben schlechte mit dir. Sieben Tage, sieben Nächte zusammen, 168 Stunden lang. Ich bot dir Brecht und Thomas Mann, ich bot dir auch Bukowski an. Peinlich für mich war, wie ich so dastand. Ich erwähnte meine Theorie über Psychologie des einen Freud des anderen Leid. Sie wusste über Freud Bescheid. Sieben Tage, sieben Nächte bei mir, es waren sieben gute und sieben schlechte mit dir. Sieben Tage, sieben Nächte zusammen, 168 Stunden lang. Yeah.
was drückt. Drücken Sie mal der verdiente Lohn. Diesmal wird's ne Sensation. Ja, so stimmen wir alle ein. Ja, vielen Dank. Also, und das nächste Lied ist dann auch ein Beitrag zur Fußballplatte, der kam vom Rüdiger und hat uns das so unterbreitet. Wir waren ganz Ohr und Rüdiger sagt, hört euch das an, das ist mein Fußballlied, das trägt den Namen Tischtennis. Freudigem Bedauern stellten sie fest, wie einer von ihnen das Spielfeld verlässt, wie ein kleiner Mann von nun an draußen stand, in regennasser Kleidung und einem Ball in der Hand. Er wäre so gerne einer von ihnen gewesen, wäre er doch nicht der Weisheit seiner Eltern aufgesessen. Das Spiel sei so öde wie blöde und seine Anhänger im Kopf nur Bier leer. Sieh doch her, wie unser Nachbar mit 30 noch rumrennt, mit Emblemen von den Löwen, vom Kopf bis unters Hemd. Mir hat's ganz gut gefallen, doch so durfte ich nicht werden. Sie sprachen hier und da mal wie zur Warnung vom Enterben. Mach doch einfach Tischtennis, mein Kind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Mach doch einfach Tischtennis, mein Kind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Sie wollten nicht autoritär erscheinen. Sie wollten doch einfach nur fair zu mir sein. Sie boten mir etliche Alternativen. Gut für meinen Rücken, den schiefen. Dieses Problem sollte mich nicht länger wurmen. Ich könne auch gerne in Sonderturnen oder mit meinem Freund, dem einsamen Hans, zusammen in Gymnastik und Tanz. Mag doch einfach Tischtennis, mein Kind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Mag doch einfach Tischtennis, mein Kind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. We'll be right back.
verrückt bei diesem Lümmelspiel. Werd nicht so wie diese schmutzigen Halunken, so animalisch und debil. So Spaß besessen und ständig betrunken. Mach doch einfach Tisch, denn du bist mein Kind. Schau, wie die Chinesen darin sind. Mach doch einfach Tisch, denn du bist mein Kind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Schau, wie gut Chinesen darin sind. Für euch ist es vielleicht keine Neuigkeit, aber im Landkreis Fürstenfeldbruck wird Rüdiger der deutsche David Bowie genannt. Ja, ich habe mich jetzt intensiv mit dem Thema Singen auseinandergesetzt und das war das Ergebnis. Bitte beschäftige dich intensiver. Rüdiger ist nicht nur ganz stark Tischtennisschläger, sondern er hat auch eine Friseur wie ein sehr bekannter Tennisspieler und hier bleiben wir auch beim Schlagsport. Das nächste Lied heißt Die Frisur von Rüdiger Lienhoff. Von Björn Borg. Auf meinem Peter aus Leder und mein Trikot aus Madrid waren viele Jungs neidisch und die Mädchen verrückt. Ich war spät im Passier und willkommen auf jedem Fest. Und wir zaubern die Pilen und trinken wie George Best. Ich hab die Beine von Wiegel und die Arme von Fass. Scham von Günther Netzer auf der Pause in jedem Fall. Hab das Gesicht von Manzi beraten, kokett und auch schön. Doch da ist was, das mich besorgt. Zum Haare schneiden, vielleicht wie die Lockenbracht von Valderrama. Denn High ist Mathe, wär wahrscheinlich auch kein Drama. Doch mein Friseur meinte, ich wäre der Checker mit der Frisur von Boris Becker. Ich hab die Beine von Riegel und die Arme von Pfaff. Mach den Schlaf von Günther Netzer auf, er baut in jedem Kraft. Hab das Gesicht von Nancy Berard, ist kokett und auch schön. Doch da ist was, was mich besorgt. Ich will lieber wieder die Frisur von Björn Borg. Dankeschön. Wie findet ihr eigentlich, dass dieses Handtuch zu meinem Oberteil passt? Also
Also für die Leute vom Radio muss man erklären, Peter hat so ein ganz ärmellos freies, altes teppichartiges Gebilde an. Ich bin übrigens gestern von zwei. Ja, ich wollte noch zu Ende erzählen, aber egal, scheiß drauf, Peter. Entschuldigung, danke. Hey, sorry. Ich meine, es ist ganz normal, dass es Spannungen innerhalb der Band gibt. Wenn Mitmusikanten irgendwie auch die Position des Bandleaders übernehmen wollen. Wenn Bassisten, die singen wie. Was Schlagzeuger, die hier wohl. Hast du nicht gerade in deiner kleinen Welt mitbekommen, wie Flo und ich dich aus der Scheiße gerissen haben? Ja, das fällt dir gerade. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Es war ja auch egal. Ich bin doch der Sänger der Band. Ja, das ist ja das Schlimme. Wir haben noch ein Lied, wenn ich auf den Zettel gucke. Neben Ihr seid das beste Publikum haben wir noch ein anderes Lied. Warte mal kurz. Peter, du oder Rüde, sag du mal was, ich muss hier was herdrehen. Technisch. Ja, ich sollte aussichten, dass das nächste Lied vom Dirk an die Mariana geht. Ja, da ist mal ein Applaus wert oder so. Es geht nicht um Liebe. Es darf kein Sendeloch entstehen, bitte weiter. Es tut so, als ob die Stimmung am Überborden ist. So will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, stillen Momenten leise, die Schaumkrone, der Vogel der Begeisterung, der Rauch, mein Antrieb und Sprung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine süße Warenabteilung im Supermarkt. Die Lösung, wenn mal was sagt, so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart. Und so schön, dass man nie darauf verzichtet war. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich.
Meine lieben Damen und Herren, vergesst nicht zu trinken, denn Dehydrierung oder Dehydration, wie man nach der neuen Rechtschreibung sagt, ist eine ganz ekelhafte Angelegenheit. Wie gesagt, wir haben Wasser für uns selbst, draußen an der Theke ist für euch. Wie bitte? Ich glaube, es geht alles auf Radio UFM, dann, weil Wasser ist ja schließlich eine Selbstverständlichkeit. Dafür müssen wir es aber jetzt nochmal zweimal erwähnen hier. Radio UFM. UFM am Start. Hey, voll super Radio UFM. Come on, UFM. Yeah, yeah, UFM. Hey, 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 UFM. Hey, 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 UFM. Alles, was ich höre, ist nur UFM. Hey, selbst wenn ich daheim bin, ey, gar nicht im Sendegebiet, höre ich trotzdem UFM. Hey, und dann tanze ich voll ab zu Hause und zu UFM. Hey, und dann kommen Kumpels vorbei, wir machen eine fette Party mit allem am Start und so und hören UFM. Hey, und dann wir fahren nach Berlin in die Landeshauptstadt und so gehen ins Stadion, aber danach gehen wir heim zu einem Kumpel und machen auch noch von irgendwie eine Pizza warm und hören dazu UFM. Und was hört ihr so? Oh. Oh. Hey, und sonst noch so, was hört ihr dann noch so? Oh. 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 Und manchmal dann, wenn wir zu Hause gehen, mit unseren Frauen und so, dann wird's total heiß und dann kommt's zum Äußersten und dazu hören wir AU. Ey, los, alle fett abrufen! Gar nicht, denn ey, wir hören Energy. Ey, sorry, ich wollte halt meine Stimme ein bisschen runterbringen. Ey, sorry, ich meine, kann man auch mal machen. Peter, das ist nächste Woche. Wir bleiben fett Hip-Hop-mäßig drauf. Die Woche ist nur mit UFM im Bett. Nach mir sollten wir viel mehr aufeinander schauen, für es alles zu geben lohnt, ist ein großer Traum. Ein einziger freundlicher Blick macht manchmal wieder alles gut, ein guter Freund. Neuen Mut, denkst du denn da genauso? In etwa so wie ich, geht's dir da genauso? Wie geht's dir eigentlich? Ging es nach mir, sollten wir wieder öfter in den Himmel schauen, denn manchmal fehlt es uns schon sehr an Gelassenheit, an Vertrauen. Die kleinen Dinge machen.
alles schön, auch wenn sie schnell vergehen. Es ist gut, Menschen lachen zu sehen. Denkst du denn da genauso? In etwa so wie ich? Geht's dir da genauso? Wie geht's dir eigentlich? Denkst du denn da genauso? In etwa so wie ich? Geht's dir da genauso? Sag, wie geht's dir erinnern kann, fängt das Wünschen immer wieder von vorne an. Denkst du denn da genauso? In etwa so wie ich? Geht's dir da genauso? Denkst du denn da genauso? In etwa so wie ich? Geht's dir da genauso? Wie geht's dir eigentlich? Sagt, wie geht es euch an diesem Abend des 2. Juli hier im Sendesaal von HR? Denn eigentlich oder draußen an den Radiogeräten zu einem anderen Zeitpunkt oder vor dem Fernsehen. Eigentlich. Vielen Dank. Ja, es ist aus jetzt. Ja, ich werde nach Minuten bezahlt. Ich bin ja nicht Teil der Band, sondern ich bin nur Angestellter. Aber ich spiele für einen Pauschalpreis. Ja, aber ich hau jetzt ab. Von mir war's das. Ich weiß nicht, wer weiterspielt. Okay, eins machen wir noch. Wisst ihr eigentlich Folgendes über uns? Ja? Ja? Dann lassen wir das weg. Okay, ja, machen wir es anders. Nee, doch nicht. Wir waren nie bei einem Casting, uns hat nämlich niemals wer gefragt. Wir können voll super singen, haben zwar wir noch nie gesagt, wir haben ziemlich große Hodensäcke, fast das Verbergen der Unterschiedenhosen. Jetzt ist er schmarrn. Das machen wir nochmal gescheit. Wir waren nie bei einem Casting, uns hat niemals wer gefragt. Wir können auch nicht singen, haben wir auch nie gesagt. Niemals hat uns wer geprüft, wie fake wir denn sind. Und dass wir im Studio Polen holen, weiß doch jedes Kind. Jetzt zum allerletzten Mal, wir waren nie die erste Wahl. Nur durch Tricks und Gaunerei sind wir vorne mit dabei. Wir haben keine Instrumente am Spielen, wie wir lernen, können niemals so mit Bündeln mit uns sein. Diese Welt, die alle übernehmen. Wo das ist, wir dabei, muss von euch keiner mehr. Erzählt das alles an. Jetzt zum allerletzten Mal, wir waren nie die erste Wahl, nur durch Tricks und Daunerei sind wir vorne mit dabei. Bass Solo!
Solo. Eins und zwei und drei und vier und fünf. Wir küssen uns 2006, dann sind wir alle ein. Mit dem Herzen in der Hand und der Leidenschaft im Wald werden wir Weltmeister sein. Ein 30-sekündiges Schlagzeug-Solo. Gott sei Dank ist in dieser Zeit die Technik schon so weit, dass ich jetzt hört er den Ausdruck um den Hof hauen. Er ist nur eine Krise und niemand ist weg. Doch wir meinen es ehrlich, dass Anne Friedrich uns zum Weltmeister gemacht hat. Jetzt zum allerletzten Mal. Wir waren nie die erste Wahl. Nur durch Tricks und Gaunerei sind wir vorne mit dabei. Jetzt zum wirklich letzten Mal. Wir waren nie die erste Wahl. Nur durch Tricks und Gaunerei sind wir vorne mit dabei. Schön, dass ihr auch dabei wart. Ach, schön, den Anzug probiert und seine Freundin verlockt. Die Lernen zu kommen. Auf der Jeans, da steht Punk, den nieten Gürtel im Schrank. So schafft es heute jeder Pimp auf dem Hongkong. Der Unternehmer brilliert, der hat am Markt viel riskiert. Und man spendet Applaus, denn es rockt auf sein Haus. Doch nur eine gebührt diese Worte. Ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Ein Wort zu niemandem, wie ich zocke, ich sag's nur meinem Fan. Ich zocke! Explodieren. Wir brauchen mehr Distortion und die gesamte Nation. Denn es liegt wohl im Trend, dass jeder, der das Wort kennt, nicht mehr ganz genau weiß, was er eigentlich heißt. Doch nur eine, wir dürfen diese Worte. Ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Mein Wort zu niemandem, wie ich an und toppe. Ich sag's nur meinem Fan. Ich rocke! Porque soy muy guapo, hombre. A lo mejor soy un goleador. O no tiene nada que ver, señor. No sé por qué mi nombre es André Levante. En los ensayos siempre doy el croque. Debería sentirme bien ahora. O no tiene nada que ver, señor. Ich rocke!
herzlichen Dank. Ihr wart super bis voll super. Und wir waren Sportstunde schöner. Dankeschön. Richtig. Jetzt weiß ich, wie sich Berti Fuchs angefühlt. Rausschneiden. Wolltest du sagen, du weißt jetzt, wie sich Berti Vogt 96 gefühlt hat? Das wollte ich sagen, aber ich habe es nicht formulieren können. Hey, gell, hocken wir da hinten in einem Backstage-Raum, er sitzt da der Maradona mit so einer Zigarre im Munde und flänt halt rum, weil er... Da haben wir ihn halt getröstet und gesagt, hey, Diego, du bist weiterhin der größte Fußballer der Welt. Und dann hat er so ein kleines Lächeln, die kam ihm dann ins Gesicht. Das war ein schöner Moment für alle. Der Rüdi hat ihm dann doch so die Nase geputzt, da war so weißes Zeug da und dann ging's wieder. Das ist Diskreditierung, was du machst. Das finde ich scheiße. Hey, wolltest du noch mehr hören von uns, weil das... So, das offizielle Zeug ist ja jetzt vorbei. Ihr müsst jetzt auch nicht mehr auf Party machen, ihr könnt es halt jetzt normal rumstehen und so. Und wir können jetzt auch, wir müssen jetzt auch nicht mehr so alles geben. Wie lange sollen wir noch warten, bis wieder bessere Zeiten starten? Wie viel Zeit soll noch vergehen, bis wir uns wiedersehen? Wie lange sollen wir noch warten, bis wieder bessere Zeiten starten? Wie viel Zeit soll noch vergehen, bis wir uns wiedersehen? Plötzlich weiß ich ganz genau, was ich nicht mehr will. Bisher war das nur so ein komisches Gefühl. Müssen wir nun warten, bis wieder bessere Zeiten starten? Wie viele Tage müssen denn verstreichen, bis wir uns die Hände reichen? Wie lange müssen wir nun warten, bis wieder bessere Zeiten starten? Wie viel Zeit muss denn verfliegen, bis wir uns in den Armen liegen? Plötzlich
plötzlich weiß ich ganz genau, was ich will. Bisher war das nur so ein unbestimmtes Gefühl.
Vielen lieben herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Abend mit uns und behaltet uns in guter Erinnerung. Wir waren voll von der Stille. Dankeschön. Es hat großen Spaß bereitet. Noch ein kleines Stück Musik zum Auf Wiedersehen sagen. Kommt gut nach Hause und also dann, gell? Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Verflutung. Danke. Vielen Dank.
konnte sein. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Fernsehen präsentiert.